Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu The Ratch. Ich habe off-stream ein bisschen Geld gesammelt, damit wir das heute in der Aufnahme nicht machen müssen. Plan ist, einfach heute die Mission abklappern, weil Boot ist komplett overpowered. Eigentlich brauche ich nur, ich brauche nicht mal die Angeln und so. Doch, vielleicht für Mission, weiß ich noch nicht. Aber ich will auf jeden Fall die Mission zu Ende machen und mir jedes Gebiet angucken. Und quasi das Game abschließen. Und vor allen Dingen will ich wissen, ob wir diese Riesenviecher, diesen einen Aal, den wir gesehen haben, der in Panik diese Monster, ob man die fangen kann. Moin, Skoppel! Das will ich unbedingt wissen, ob das geht. So, 1,44 Uhr, genau. Ich habe richtig Kohle gesammelt. 3600, das sollte, glaube ich, erstmal reichen. Was denn für ein Vieh? Sehe ich jetzt erst. Klaffdrachenhai. 300. Ja, moin. Ja, also ich habe richtig viel Geld gesammelt, damit ich heute mich komplett auf die Mission. So, dann haben wir wieder eine neue Nachricht. Das ist erstmal legal. Zyklopädie ist auch egal. Wichtig ist Mission. So. Entzünde die Statuen. Ich habe im alten Tempel mit Holz gerade angelegt und wurde von meiner Fanatik angucken. Er will, dass ich mir zum helfe. Die Statuen am Tempel entzünden. Nochmal finde ich den Schrein der tief sogenannten unendlichen Flamme. Okay, das könnte ich machen. Okay, ich soll noch mehr Tafeln holen. Fange einen roten Schnapper. Da kann ich immer gerade gucken, wo es den gibt. Mal gehen mal jetzt richtig taktisch vor. Also roter Schnapper. Oh Junge, wie soll ich den denn finden? Kann man hier auch suchen? Sturmklippen, Sternbecken. Ist natürlich schwierig jetzt zu sagen. Also ich würde mal sagen, Küstensachen erstmal angucken. Roter Schnapper da. Sternbecken. Sternbecken tagsüber. Sternbecken. Okay, das würde ich sagen, machen wir jetzt mal. Karte, Sternbecken ist da unten, also südwestlich. Ich würde sagen, so gehen wir heute vor, mal ein bisschen praktisch, nicht einfach drauf los, sondern mal richtig mit Köpfchen. Wie gesagt, südöstlich, ne? Im Sternbecken. Dankeschön. Ja, ich habe den größten Motor. Ich glaube, noch schneller geht's nicht. Heute mal alle Forschungsteile, die ich bekomme, in die Angeln stecken. Das ist das Sternbecken? Nee. Nein, wir haben falsch gefahren. Südwestlich, nicht östlich. Sagt doch was. Ja, wonach halt eine Ausschau? Ich weiß es gar nicht. Nach nix eigentlich. Brauch nix. Forschungsteile, okay. Irgendwelche Schmuckstücke würde ich auch nehmen. Aber ansonsten eher nix. Tatsächlich. Also kein Holz, kein Spott, kein gar nichts. Guck mal, das ist zum Beispiel rot. Ich kann nicht richtig raus aus dem Abyssal. Das würde mich halt echt. Das würde ich gerne mal machen. Die hatten rote Augen. Abyssal. So, ist das hier schon Sternbecken? Ich weiß es nicht. Ist das ein roter Schnapper? Ich weiß es nicht. Ja, ich nehme mal zwei mit. Oder drei. Und jetzt gucken wir, wo wir hin wollen. Wo ich hin soll damit. Mission. Gestalt in Gold. Ich habe auf einer Insel zwischen den Sturmklippen und dem Sternbecken. Zwischen den Sturmklippen und Sternbecken. Okay, genau da in der Mitte. Also wir wieder zurück. Ah, da war irgendwo hier, ne? Das finde ich schade, dass es kein Quick-Slot.
glaube. Vielleicht da vorne? Ich weiß nicht mehr, wo die war. Goldene Gestalt, ich erinnere mich daran, aber wo die war, keine Ahnung. Hier zwischen. Ja, hier ist auf jeden Fall Schrott, das kann ich mir mitnehmen. Vielleicht habe ich ja hier einen Forschungsteil. Ich werde auch mal die Nacht durchmachen. Die Gestalt nochmal. Moin, Leomi. Gut geschlafen? Ja. Doch. Ich habe gut geschlafen tatsächlich. Und du? Okay, im Dunkeln sehe ich ja gar nichts. Halke. Da ist er. Mission erfüllt. Toll. Die Person ist verstorben. Man muss ja auch noch schnell sein. Habe ich jetzt was verkackt? Suche nach Relikten. Okay, für den Ring im Sternbecken. Das würde ich jetzt mal machen. Nach Westen. Ich tue mich mit Westen und Osten immer voll schwer. Moin Steven, moin Kitty. Du auch, das freut mich. Leuchtkalmar, ui. Kann man so eine Qualle fangen? Ne, die ist bestimmt böse, ne? So, Sternbecken. Ach, guck mal. Vielleicht kann ich in der Nacht dahin. Nur. Ah ja, der schläft nachts bestimmt. Das? Nee. Frage ist aber, wo ist das Ding, weil ich es versammeln soll? Das hier eigentlich, oder? Aber das kann ich nicht. Schatten der Tiefe. Adal. Scheiße. Nun komm, hört er los, sitzt er im Bett. Geil. So, was kostet jetzt zu reparieren? 150, alter Schwede. Ja, brauche ich dann die bessere Angel oder wie? Die Hadal-Angel. Vulkanisch Flachwasser. Ich habe nämlich kein Hadal. Schlecht. Da habe ich auch immer noch kein Hadal. Da kriege ich Hadal. A bis A Hadal. Ist aber nicht, wie ich da. Also wahrscheinlich muss ich erst das machen. Drei Forschungsteile. Ich hoffe einfach mal nicht, dass ich da. Das hat mir ja gesagt, dass es genau in der Mitte ist. Muss ja das sein. Weil ich das sammeln soll. Aber jetzt ist er irgendwie wach. Geht nicht.
Ich will jetzt auch nicht jedes Mal rein, das kostet jedes Mal richtig Kohle, mich zu reparieren. Schlechter Wecker. Viel zu früh war es, 15 Minuten zu früh, ist ja klar. Skoppeln nur bis 23 Uhr Fortnite. Ihr seid süchtig. Aber ich habe auch Bock. Aber ich will das hier auch schaffen. Ich will das hier auch machen. Okay, vielleicht kann ich die hier noch nicht machen, die Mission. Ich muss einfach einen Meeraal liefern. Okay. Ein verrotteten Meeraal. Wo krieg ich denn Meeraal her? Meeraal. Oh, guck mal, das ist eine Burg. Da war ich, glaube ich, noch nicht. Was ist das denn? Eine Radiostation. Was ist das da? Gehen wir doch hier mal an Land. Sie haben Erin. Ich habe auch Erin. Forscherin. Ich habe so gerechnet. Ich bin ein Fischer. Vom Profi-Schuh. Wurde angegriffen. Blablabla. Wirf doch einen Blick auf die Liste der Exemplare. Du kannst sie dann hier ablehnen. Wahrscheinlich wirst du mit unterschiedlichen Techniken müssen, um sie alle beschaffen zu können. Okay, ich muss ehrlich sagen, das nervt mich ein bisschen beim Game und da habe ich keinen Bock drauf. Bin ich ganz ehrlich, ich habe keinen Bock. Ich meine, die Welt ist nicht riesig, aber solche Exemplare zu suchen, das ist irgendwie nicht so. Vor allem denen nur mit Schleppnetz, Aurora-Quelle, irgendwo suchen. Leuchtkalmar hatte ich, glaube ich, sogar eben schon. Da habe ich keinen Bock drauf. Das geht mir auf die Nerven. Küstennähe. Nee, das, da habe ich keinen Bock drauf. Bin ich early. Das ist nicht meins, irgendwelche Fische suchen, wo ich nicht weiß, wo ich suchen soll. Nee, sowas mag ich nicht. Oh Mann, ey, war ich hier schon? Ich muss auf jeden Fall nochmal Schrott. Oh, die Forschungsteile. Sextant. Oh ne, die ist schon wieder so wie. Ob man die irgendwann besiegen kann? Nicht ballern kann oder so. Ich gehe mal rein in die Mangroven. Hier habe ich mich noch gar nicht so richtig umgeguckt. Ist das wieder so ein Typ? Nein, glaube nicht. Als Forschungsteil ist nämlich, sonst bin ich weg. Oh yes, was ist das? Ein schicker Stiefel. Alles mitnehmen für ein bisschen Kohle.
Tut weh, aber brauche ich nicht. Danke. Kann ich mal bitte Licht haben? So, mal rechts. Theoretisch müssten auch hier Krokodile sein und so, oder? Mangroven. Guck nur, ob ich den schon habe, damit die Enzyklopädie auch voll ab. Naja, das glaube ich schon. Oh, den habe ich glaube ich noch nicht. Oh ja, den habe ich noch nicht. Wälz. Oh, da ist was. Was ist das denn? Mördergestell? Der mit seinen Socken als Gestell ist nur leicht verrostet. Ey, vielleicht kann ich damit was killen. Dann habe ich einen Mörser, let's go. Das wär's doch. Mörser ist nice. Was das mit diesen schwarzen Steinen auf sich hat, die ich berühren kann, verstehe ich auch nicht. Ey! Das ist wie ein Schalter. Ey, die Mangroven sind da jetzt zu. Da fällt mir auf, ich muss mir unbedingt mal wieder. Unbedingt wieder Sprengstoff holen. Ey! So der Scheiß. Voll der Irrgarten hier. Ja, das kann ich bestimmt aufsprengen. Ich habe wieder keinen Sprengstoff. Mist, ey, ich muss. Das ist die Mission für heute. Nee, 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 nee. Wir gehen jetzt hier raus. Ich hole mir Sprengstoff. Ich mache mir die ganze Hütte voll mit Sprengstoff. Das ist nicht gut so. Ich will hier raus und will Sprengstoff haben. Oh, was hier? Erscheint deformierter Fische. Okay, hier soll ich nur deformierte Fische reinballern. Oh! Sehnenangelroute. Ozeanisch, Mangrove, Flachwasser. Die muss ich direkt. Nee, kann ich zum Lager. Geil, ich wusste nur einen. Zum Glück hatte ich gerade einen. Natürlich. So, ich bin raus aus dem Ding. Ich brauche Sprengstoff. Südöstlich. Oh, was hier? Eine Party? Habe ich schon. Bei Unfall war das, ne? So, und jetzt geradeaus die ganze Zeit. Ich brauche richtig Sprengstoff. Und ich brauche Forschungsteile. Auch nervig. Ich gucke nochmal hier kurz, ob hier Forschungsteile sind.
Oh yes. Beine sind da schon mal super. Oh, das ist ein Forschungsfall. Perfekto. Nämlich. Kurz gucken, wo ich lang muss. Osten. Was auch mit diesen roten Dingern auf sich hat, weiß ich auch nicht. Das Auge oben in der Mitte ist ja mein Panikanzeiger. Der kann gelb werden, der kann aber auch rot werden, der kann richtig böse werden. Ach, das ist mehr Panik, wenn ich das rote einsammle. So, jetzt ist sie schon grün, das Auge. Ich penne mal eben. Kann ich das in Lager packen? Grob. Oh, ich will nehme richtig viel mit ihm, alles was er hat. So. Kurz den Fischi verkaufen. Hier ist ja auch noch dieser Riesenfisch. Da will ich auch noch wissen, wie ich den wegbekomme. Bestimmt, wo ich Mission abschließe, damit ich meine anderen Sachen bekomme. Irgendwelche Attacken und so. Jetzt soll ich den ganzen Weg zurück in die Mangroven. Ich gehe mal zu Teufelsgrat. Einfach Richtung Norden. Und da sind ja drei Kreuze. Da brauchte ich ja auch Sprengstoff. Was war hier nochmal? Gar nichts, ne? Genau, da muss ich jetzt sprengen und dann da rein. Ohne dass die Fische mich sehen. Hallo. Hoffentlich Forschungsteil. Kann ich gebrauchen. Als ob der mich... Wie? War da wieder Wal? Ich sag das euch hier. Da ist der Wal. Den kann man safe fangen irgendwann. So... Ahab-mäßig.
Keller, super. Ich dachte, hier ist was Missionsrelevantes. Mann, das ja war ja Müll. Das hat sich ja gar nicht gelohnt. Okay, gucke ich mir eben, wo das Kreuzchen ist. Genau auf der anderen Seite von dieser Insel. Im inneren Bereich. Möchte mal rein. Ah, genau, hier war der, den ich auch nicht fangen kann wegen Abyssal. Nervig! Ist das vielleicht das, was ich brauche hier? Nee, um die Ecke rum. Oh, wo hier links? Da. Der Topf, ne? Ach, da muss ich auch noch was reinlegen. Eine Riesenkrabbe, zwei Stück. Ja, sowas, da habe ich keinen Bock drauf. Da muss ich ja auch erstmal die Krabbendinger für haben. Nervig. Wieder sprengen und da wäre der nächste Topf. Guck mal, was da rein muss, ne? Willst du? Noch nie gesehen. Ja, aber das ist wahrscheinlich dann so Endgame-Content, ne? Wer weiß, was da ankommt, wenn du das gemacht hast. Aber jetzt jedes Mal irgendwelche Fische sammeln, finde ich irgendwie nicht spaßig. Das versaut es mir gerade so ein bisschen. Boah, ein Abyssal. Dass ich auch diese scheiß Abyssangel nicht habe. Im Prinzip kann sie ja nichts machen. Machen. Geht weg. Ach, warte, sind die kaputt gegangen? Nee. Ach, guck mal, sie gehen hier durch diese heißen Quellen vielleicht kaputt. Ja, let's go. Die heißen Quellen machen die kaputt. Was willst du? Ach, irgendein. Das kriege ich doch hin. Aber ich kann hier nichts fangen. Dann gehe ich hier mal kurz was raus nach Westen und komme genau so zurück. Ich brauche nur ein lilanen. Das kriege ich hin. Guck mal, jetzt nochmal eine rote Gestalt. Was will der? Diene. Bartmännchen, vulkanisch. Ja, das kannst du vergessen, ich kann vulkanisch nicht fangen. Auch nicht. Auch das ist, nervt mich. Ich wünschte, ich wäre nicht komplett auf den letzten Motor gegangen, sondern dann vielleicht.
Auf Angeln. Brauche nur einen Lila dann. Let's go. Der Lila? Yes. So, genau nach Osten zurück. Vielleicht kriege ich ja da die Angel für vulkanisch. Oder Abyssal, noch besser. Wo war das Ding? Hier direkt. Was ist das denn? Höhle, alter Leuchtturm. Alten Leuchtturm. Stein, eine Türe. Was soll da rein? Ein Anker? Okay, wo war jetzt das Ding hier? LOL! Ah ne, ich dachte schon, das wäre so ein Riesenschiff. Ist aber nicht. Sah nur kurz so aus. Oha! Da verfolgt mich was Riesiges. Wieder. Zum Glück bin ich richtig schön schnell. Slalom. Ich verstehe trotzdem nicht, wo das Ding war. War die hier kaputt? Aha, was ist das? Steintafel? Yes! Okay. Stimmt, davon gibt es ja hier mehrere, ne? Hier in dem Bereich. Ich habe 12 Fische in meinem Fangnetz. Mein Auge ist komplett rot. Mein Auge ist komplett im Arsch. Seht ihr so oben in der Mitte? Und wir haben mitten in der Nacht. Was ist das denn? Das müssen wir so direkt hier auf. Das ist groß. Ja, unser Auge spielt verrückt da oben. Ich glaube, das ist nicht so gut. Ich angle erstmal. Vielleicht ist das ja auch gut mit dem Auge. Vielleicht brauche ich das ja. Aber ich habe irgendwie vergessen, wo dieses eine mit dem Fisch war. Das muss hier irgendwo noch sein. Oh, zum Glück habe ich so viel Sprengstoff.
Dieser scheiß Teller, was soll ich mit dem Teller? Au! Guck mal, weil ich jetzt so in Panik bin, sieht ja auch alles irgendwie anders aus, habe ich das Gefühl. Also die gucken auch alle so böse. Also alles ist so voller Feuer und... Kann natürlich sein, dass es irgendwelche Weltereignisse gibt, wenn man so in Panik ist. Guck mal, jetzt auch mit Raben und so. Da ist das Ding. Reicht das nicht? Panzergrundel oder Vogelbeutel? Zwei will er haben, die sich unter der Sonne windend. Darunter eine Platte mit zwei flachen Rillen. Darunter eine Platte mit zwei flachen Rillen? Meint er so ein Ding? Nee. Muss wahrscheinlich mit Guide machen. Sowas checke ich nicht so. Das ist zu hoch für mich. Ja, ich lasse das Auge mal so. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. War der schnell. Hat der was kaputt gemacht? Ja, hat er. Ich glaube, wenn das Auge so richtig krass am Leuchten ist, dann gibt es mal irgendwelche Weltereignisse. Vielleicht brauche ich das. Genau, vielleicht muss ich voll in Panik sein für das Sternbecken. Das ist natürlich am Arsch der Welt, aber. Ich gehe mal weg hier. Ich glaube, hier komme ich nicht weiter. Habe ich so das Gefühl. Ich muss auch mal meinen Fisch verkaufen. What the fuck? Alter Schwede, ist das, weil ich in Panik bin oder warum ist das so? Da fällt mir ein, wohin fahre ich? Ich fahre gerade, fahre ich voll falsch? Oh, ich fahre voll falsch. Nach Südosten will ich. Ich will nach Südwesten. Oh Mann, seht ihr, ich komme mit Westen und Osten nicht so richtig klar. Alter, was war das denn für ein Vieh? Aber kann man das später noch fangen? Das frage ich mich. Oder ist es einfach da und killt dich? Dann muss es doch noch irgendwie bekämpfen können später, oder? Alter. Das hat auf jeden Fall nichts mit der Panik zu tun, weil Panik ist fast weg bei mir. Alter, wo war das? Da außen, Teufelsgrat. Bestimmt gibt es so richtig viele Seeungeheuer noch. Mann, ich wäre gern so weit, dass ich die fangen kann, aber ich komme irgendwie nicht weiter. Ich gehe jetzt nochmal ins Sternbecken. Ich bleib da einfach stehen und hol das Ding hoch, auch wenn mich das Vieh angreift. Egal. Ich halte das aus. Ich kann ja fünfmal getroffen werden oder so, glaube ich. Mann, ey. Warte, ist das hier eigentlich so ein komischer Aal? Grauer Aal. Vielleicht gilt das ja, wenn ich den verderben lasse, als den Aal, den ich brauche. Zum Lager. 430. Lager, 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 Lager. Den kann ich direkt mal abgeben bei dem einen Fischer-Typen. Habe ich so viele Sprengladungen verbraucht?
Ja, was mit der ozeanisch Mangrovenflachwasser? Ozeanisch Mangrovenküstennähe. Küstennähe Flachwasser. Könnte ich das doch beides ausbauen? Brauche ich ja nicht mehr. Und ich nehme das hier. Küstennähe, Flachwasser, ozeanisch, Mangroven kann ich. So. Sehnenrolle. Sehnenangelrute. Und den Stein gehe ich ab wegbringen. Ja, ich komme nicht weiter. Auch Unmengen an Forschungsteilen. Ich gehe jetzt nochmal zum Sternbecken. Ich muss das machen. Dieses Relikt da rausholen. Das muss gehen. Ein Teil fehlt noch, okay. Ich habe noch mehr Schmuck für dich, ja. Und was ich mit Fäulnis mache, I don't know. Mörsergestell, dann kann ich irgendwas machen. Wusstest du das? Mörsergestell. Vielleicht war das Scheiße, da ist Anker. Vielleicht ist das, was ich da reinpacken musste. Aber ich habe keine Ahnung mehr, wo das war. Beim Vulkan irgendwo. Doch, bei diesem Leuchtturm. Dem Mörser in den Leuchtturm. Guck mal, ob es hier ein Forschungsteil gibt. Ups. Sternbecken südwestlich. Hier nochmal wegen Forschungsteilen gucken. Es ist echt nervig mit diesen Forschungsteilen. Haubentauche. Cooler Name. Danke für den Follow und moin moin. Vielleicht hier? Schrott. Bräuchte ich gar nicht. Ja, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ja, vielleicht brauche ich Full Panik davor. Das könnte auch sein. Das könnte ich auch ausprobieren. Dass ich Full Panik brauche für den. Ja, ich krieg die ganzen Sachen nicht, das nervt mich echt. Ich kann das Ding bestimmt da rausholen, wenn ich eine Hadal-Angel hätte. Und das ist bestimmt auch das Ding, was ich mache, was das dann das, was ich machen muss. Ich muss das Ding bestimmt da rausholen. Ich brauche Hadal. Ich brauche die scheiß Hadal-Angel. Ich hab die nicht.
kann ja nichts fangen. Ja, ein bisschen später wird. Aber wenn ich nicht fahre, passiert nichts, ne? Ich muss fahren. Sind das für Viecher? Ah, guck mal, den brauche ich doch. Für die Forschungs. Leuchtender Oktopus. War doch so, ne? Einer reicht mir aber. Der kriegt nochmal einen speziellen. Uhr. So, da ist das Ding. Ich will das jetzt haben. Es tut mir leid, ich will das haben. Kann nicht machen. Schatten der Tiefe. Braucht tatsächlich Hadal dafür. Das ist ja ultra nervig. Dann gehe ich mal kurz zur Forschungsstation. Und obwohl, was brauche ich? Die Leuchtkrake? Das. Eine Qualle? Da kriege ich hier nochmal einen besonderen. Mit. Der ist einfach nur groß, ne? Und jetzt ist das auch weg, dieser Strahl. Check's nicht. Ist halt auch alles total kryptisch, ne? Ich mag sowas ja, aber wenn du gar nicht weißt, was du tun sollst, ist irgendwie doof. Gleich am Forschungsfall. Ich auch keine Forschungsteile. Mal kurz hier gucken, ob dieser Leuchtoktopus das war, was die wollte. Das war, was ich will. Aurora Qualle? Warte. Und dann noch den Leuchtkalmar. Wird es wahrscheinlich auch nachts geben, ne? Gut, dann. Ja, gut. Den wird es wohl auch hier irgendwo geben, ne? Gucken wir uns hier nochmal ein bisschen um. Ich kriege hier einen Forschungsteil. Oh nö, verarschen.
Die kann ich bestimmt irgendwann abballern. Irgendwann kann ich richtig ballern oder so. Nervig. Guck mal, ein Hammerhai. Alter. Cooles Gerät. Was sind das jetzt hier? Fäulnis. Check's nicht. Zustand verdorben. Verdorben. Okay, die Sachen verderben und dann wird das zu Fäulnis. Sehe ich das richtig? Das könnte sein, ne? Ich hab Sprengstoff. Das war mein letzter, muss ich nochmal neu holen. Vielleicht gibt es hier eine Steintafel. Nee, Edelmetall. Kann ich mal kaufen, aber brauche ich nicht. Okay, wenn es jetzt. Okay. Jetzt brauche ich den Leucht. Kalmar? Leuchtkalmar, wo bist du? Ist das hier? Das sind die Quallen, ne? Nein, du nicht. Die Quallen, die Oktopusse. Das hier doch aus wie ein Leuchtkalmar, oder? Let's go. Leuchtkalmar. Den riecht direkt weg. Wo war die Forschungsstation? Das da, ne? Vielleicht muss ich auch die Mission machen und dann komme ich erst dahin. Vielleicht gibt es mir ja eine Hadal Angel. So, was kriege ich jetzt? Schon erfüllt. Ich glaube, die ich brauche, aber ich brauche noch einige aus der Liefer. Mann! Was A bis als sonst beschaffen. So ist das Leben vor dem Angriff. Das kriegst du noch nicht. Da müssen wir einige positive Teile besorgen. Nachts, tagsüber. Nachts hält man sich besser nicht am Riff auf. Das ist mir egal. Mach dich weg. War das die hier? Ich muss der Forscherin helfen, alle Proben zu beschaffen, die sie braucht. Ich muss die Prototypenteile beschaffen, die die Forscherin zurückgelassen hat, als sie vom alten Forschungsaußenposten floh. Und wo ist der alte Forschungsposten? Alte Festung, Forschungsstation. Da, wo ich schon war, kann sein, ne? Da geradeaus, ne? Prototypenteile.
Wird es wohl das sein, ne? Damit kannst du jetzt auch Hallo. was. Damit kannst du auch Explosionen sehr viel tiefer in Gewässerschichten sammeln. Ist ein bisschen langsam, aber du kannst das Gerät noch weiter ausbessern. Gerät zur Probenentnahme. Fischart Abyssal. Let's go. Ja, ich habe leider keinen Platz. Das ist ja doof. Das ist ja doof. Ja, ich krieg's nicht, ich kann's nicht platzieren. Lager. Was verliere ich denn damit? Ich habe eine Abschreckungsmaschine entwickelt, die ein grelles Licht und zugleich einen hohen Pfeifton erzeugt. Es wird Krill hoffentlich von einem Angriff abhalten. Oh, hier noch mehr reizen. Schließe sie an den Generator des Forschungsaußenposten an. Du musst den alle paar Stunden zurückkommen und sie wieder anwerfen, sonst läuft sie automatisch. Okay. Doch mal einen Blick auf diese Liste mit Exemplaren. Denk dran, bitte dran, die Maschine zu installieren. Und anzustellen, bevor du dich auf die Suche machst. Wahrscheinlich musst du dafür auch die Ausrüstung noch ein wenig verbessern, die ich dir gegeben habe. Okay, wie verbessere ich die Ausrüstung? Okay, das sind jetzt die Viecher, die ich ja hier gesehen habe. Abyssal, Abyssal, Hadal, okay. Aber ich kann mit dem Ding doch hier nur Abyssal. Okay. Okay. Nein, das wollte ich nicht. Guck mal, jetzt kann ich das Ding hier forschen. Da kann ich direkt Abyssal und Hadal. Ich habe kein Forschungsteil, ist das nervig. Mann, wieso habe ich denn die scheiß Angel? Kann ich Sachen zurücknehmen? Das wäre es doch. Wenn man Sachen zurücknehmen könnte. Zurückforschen. Abyssal, Hadal, ozeanisch. Nervig! Ich gehe erstmal den Generator anbringen und dann brauche ich unbedingt einen scheiß Forschungsteil. Hilfe! Moin, Haubentauche. Zumindest mal kann ich jetzt Hadal-Sachen fangen. Ist das ein Hadal? Let's go. So, Anglerfischen habe ich schon mal. Ja! Gut, jetzt müssen wir aber mal sofort einkaufen gehen. Das ist nochmal ein Anglerfisch. Aber auf ganz schnell. Abyssal. Geisterhai. Den gibt's wirklich, ne? Den Geisterhai. Könnt ihr mal googeln, wenn ihr starke Nerven habt. Der sieht nicht so nett aus.
habe ich hier Langbretter. Fischhändler. Den möchte ich nicht ver... Ach komm, ich kann ja auch verkaufen. Ich kriege einen neuen. Abis Aladal kaufen. Abis Aladal. Küstennähe Flachwasser. Küstennähe Flachwasser. Ah, genau, das ist ja das Netz. Das ist ja was anderes. Vielleicht Netz ausbauen. Gibt zwar passiv Geld, aber. Brauche ich noch passiv Geld? Wichtiger wäre doch, dass ich hier noch Mangroven fangen kann. Und den sollte ich auch mitnehmen. Falls ich nochmal da zurückgehe zum Vulkan. Manchmal kann ich das hier hinpacken. Voll, jetzt kann ja alles weg, ne? Okay, wenn du wieder da bist, geht's rein in Fortnite, ne? Ich drück die Daumen. Reparieren? Ja, kann machen. Vulkanisch kann ich nicht und Mangroven kann ich aktuell nicht. Ist auch jetzt erstmal egal, ich kann Abis und so. Und die sollte ich tagsüber machen, hat die gesagt, ne? Dann würde ich jetzt mal ruhen. Raus hier. Ich will einmal zu diesem Leuchtturm, wo ich war. Das war Teufelsgrab, Nordosten. Da gehe ich erst hin und dann mache ich die Abisdachen-Sachen. Das kann ich jetzt zum Beispiel nicht. Ich habe kein Flachwasser mehr. Ist aber auch egal. Ich glaube, Flachwasser habe ich alles gesammelt, was es gibt. So, wo war dieser komische... Da, ne? Das war der Leuchtturm. Vielleicht muss da der Mörser rein. Moin, Neurotox. Moin, moin, moin. Was? Der Mörser ist es nicht. Es sind bestimmt die vier Steintafeln. Und das heißt, hier ist irgendwo gibt es hier noch eine Steintafel. Vielleicht ist das ja ein Forschungsteil. Ich brauche so dringend Forschungsteile, Hilfe. Ich habe auch nichts mehr zum Sprengen. Oh, schlecht. Ich meine, hier gibt es noch irgendwo eine Steinplatte.
Da sollen irgendwelche Fische rein, die ich gerade nicht fangen kann. Die Steinplatte würde ich nehmen, wenn ich die auch schnell jetzt finde. Was vielleicht? Nee. Ja, vielleicht ist das Forschungsteil. Guck mal, der Fisch macht gar nichts. Merke ich gerade. Das ist safe, das Forschungsteil. Und ich habe keine Sprengladung mehr, ne? Scheiße. Da. Das soll ich mir merken. Einmal komplett Süden. Das nehme ich mit. Komplett Süden. Auge ist da, war das gut. Grünes Auge. Orangenes Auge. Rotes Auge. Ich immer komplett aus. Da war safe die letzte Steinpapel. Und wieder zurück nach Norden. Oh, Forschungsteil? Nee. Kochen, freue ich mich. Das war links von dem von der Wehr. Ist das schon? Nee. Oh, guck mal, da ist der große Fisch. Da? Hier, hier ist es, hier ist es, hier ist es. Das ist es, die letzte Steintafel. Wenn ich dann alle vier habe, dann kann ich das in den Leuchtturm packen. Let's go. Guck trotzdem noch, was da vorne ist. Vielleicht ist das ja was Gutes. Komm bitte Forschungsteil. Au. Oh Mann! Ich krieg keine Forschungsteile. Nee, sie kriegt keine Punkteile. Okay, zurück zum Leuchtturm.
da denn wieder? Dagegen kann man bestimmt noch irgendwann kämpfen oder so. Ich sage es euch. Muss man bestimmt irgendwann. Es verströmt irgendwie das Licht, die Regel der Welt. Ja, weiter. Nur auf den Stück genau zu übertragen, die erschienen, was so vor. Boah. Wenn der Himmel die Sterne verfehlt und die Luft schwer von Nachtschwärze ist, wird die Tiefe ihre Narben öffnen. Beschütze uns, oh Leitlicht. Ich kenne nur ein Leitlicht, aber diese Steinteile sind Jahrhunderte älter als der Leuchtturm von Großmark. Franken sind nun vereint. Ja, ich weiß, wo es hin muss. Schmuckstücke. Ja, ein paar habe ich. Das nimmst du nicht. Gut. Ja, ich weiß, wo es hin muss. Ich penne und dann geht's direkt dahin. Teufelsgrab was, ne? Nord. Nee. Ja, doch, Nord. Osten. Mann, ich bin so schlecht mit Himmelsrichtungen. Hilfe. Ich muss auch dringend mal die Fische verkaufen in meinem Netz. Ich bin ganz schön gespannt, was da jetzt passiert. Wenn ich das eingebe. Vielleicht kriege ich ja dann eine neue Attacke. Die vereinte Tafel rastet geräuschvoll ein und die Tür öffnet sich mit einem großen Grollen. Geh hinein. Du gehst durch die Tür des alten Leuchtturms. Die Treppe, die bis zur Spitze führt, ist eingeschlossen. Weiter kommst du nicht. Und siehst du diverse staubige Objekte. Das ist alles. Dafür habe ich das gemacht. Flamme des Himmels. Nee, das ist gut. Let's go. Lumen. Lager. Und rum mit. Wie viel hat das? Warte mal. 3500 Lumen, 25 Meter. Toll, ich sehe, jetzt kann ich ein Lager gucken, aber ich glaube, das war gut. Weiß nicht, ob das wichtig war, aber das war gut. Okay. Dann jetzt zurück zur Sternbucht. Südwestlich. Ich weiß noch nicht, ob ich mit dem Licht jetzt irgendwas besser oder anders machen kann. Aber das war wahrscheinlich das beste Licht jetzt, ne? Ich mal jetzt gleich auf die Nacht gespannt, wie das aussieht. Oh ja, mein Kopfhörer sind leer. Das ist geil, ne? Wenn man sich nicht bewegt, dann ändert sich auch nicht die Uhrzeit. Das heißt, man kann auch ruhig mal stehen bleiben.
Fahre ich richtig? Ja. Es wird dunkel. Vielleicht kann ich mit dem Licht auch irgendwelche Viecher. Boah, dieses dunkle Boot, was ich immer sehe. Keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall einen richtig krassen Kegel vor mir. Das ist crazy. Was ich jetzt ausprobieren will, ist das Ding zu starten und dann in der Mitte da... Generator. Und nochmal den Generator verbunden. Schön aktivieren. Ja. Okay. Mann! Ah doch, da ist es. Da müsste ich doch jetzt hier... Let's go, das hier, ich habe das Relikt. Dann kriege ich doch jetzt was Neues, oder? Hallo. Dann kriege ich jetzt irgendeine neue Attacke. Fähigkeit freigeschaltet, Bann. Feuere ein gleißendes Licht, das dich vor Unheil schützt. Windstrang. Nordwesten. Ich bin mal gespannt. Bann. Die Bannformel kann Böses fernhalten, vorübergehend. Okay. Das hab ich gesagt, Nordwesten, ne? Ich verkaufe mir eben den Fisch, wenn ich schon mal hier bin. So viel. 20 habe ich. Alter, guckt euch das an. Soll ich den behalten für das eine Ding? 400 verkauft. Ich hoffe, ich brauche in den Mangroven nicht die Mangrovenangel, weil dann habe ich ein Problem. Da muss ich die erst irgendwo installieren. Wie viel Sprengladung habe ich noch? 4. Was ist das denn? Soll das eine Falle sein? Und was ist das für ein Vieh da links?
der kurze Fehler oder wenn er kommt. Haben sie Geistfresser genannt, weil sie eine besondere haben. Sie ließen uns Dinge sehen und Dinge tun. Ist jetzt woanders? Ich kann dir helfen, klar! Hör mir zu. Die verstreuten Teile des Mörsers finden, damit können wir den besten ordentlich einheizen. Nördlich und östlich von hier sind noch andere Flugzeuge. Ich möchte die Abschlussstelle auf der Karte, dann kannst du nachsehen. Einen Mörser habe ich ja schon. Ich hatte doch schon mal Erkennungsmarken, hab die. Übrigens kommst du mehr davon. Scheiße, ich hatte voll viele, die hab ich alle verkauft. Mann, ich hatte mal voll viele Erkennungsmarken, die hab ich alle verkauft. Hätte ich das gewusst. Leute, verkauft nicht die Erkennungsmarken. Links. Schade, dass man nicht näher ranzoomen kann. Nee, recht. Da ist eine Flasche, die brauche ich. Ist ja voll das Labyrinth hier. Da ist der, das Flugzeug. Andere Seite. Mörserrohr. Ist hier noch ein Forschungsteil? Mann, das mit der Erkennungsmarke stört mich. Ich hatte bestimmt 3-4 Stück. Ich hätte so viel Forschungsteile haben können. Kacke. Also die nächste Phase Plan zu beginnen. Die Vorrichtung gefallen, das sind Fallen, die ich dort für die Gasse reserviert habe. Wir müssen sie jetzt nur noch dahin blocken. Das kann ich hier mit der neuen Lösung der ausmachen. Ja, ich mache hier die Standorte. 3 spezielle Köder aus verschiedenen Fischkommissionen. Schön. Auch nö! Noch nie gesehen, das sind Safe Mangrovenviecher. Gehen wir mal ein bisschen fischen. Ich weiß nicht genau welche Fische. Ach, guck mal, hier komme ich durch. Weg damit. Also das eine war bestimmt sowas wie ein Krokodil. Nur noch 2 kleine Fischis. Sowas vielleicht? War es der Tapu? Ne, den kannte ich ja schon. Der war es nicht.
Der war's. Davon brauche ich ein. Ja, Knochen. Echt? Da ist wieder so ein Ding. Gucken wir mal, was er da haben will. Habe ich das schon? Ach, das habe ich schon gemacht, ne? Stimmt. Stimmt, deswegen kann ich jetzt hier fischen. Mangroven. Ja, ist ja gut. Vielleicht Forschungsball. Nö. Nö. Ich glaube, der war's, oder? Großkopf. Aber der ist Küstennähe. Nee, 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 das ist der nicht. Ich brauche Mangrove. Mangrovenfisch. Nee. Nee. Ist das wieder das Vieh? Wasser. Wer ist das? Flachwasser. Mann, hä? Wo ist denn welchen? Was? Ich muss mir den Fisch, glaube ich, nochmal angucken. Vielleicht auch nachts. Wenn jetzt Nacht. Okay, ich weiß noch nicht mehr, wie der Weg war zum Gut. Der vielleicht. Nehme ich schon mit. Nachtschwingenwels. Oh Gott, das war auch noch so ein besonderer. Zweimal ein besonderer. Das ist ja. Glück im Unglück. Oder Unglück im Glück. Ich will keinen besonderen. So. Könnte Wels gewesen sein, ne? Vielleicht ist das ein Forschungsfall. Okay, dann gucken wir mal, wie komme ich jetzt zu dem Kollegen zurück? Ach, guck mal, das ist sogar markiert. Wie, was ist markiert? Ach, die Fallen sind markiert, ne? Zurück. Das ist. Ich hätte gern irgendwo so eine kleine Karte offen. Dass man hier immer in die Karte muss. Das kann man sich doch bestimmt. Ich gehe mal auf Start. Ich war bisher noch nicht einmal auf Start. Kamera, regulär, bla bla bla. Anzeige. Masseneinheit, metrisch, Spiegelung, Zeit. Schade. Ich hätte gern so irgendwie eine Karte in der Ecke, damit ich sehe, wo ich lang fahre. Damit ich nicht immer wieder hier rein muss. Kann das mal jemand dem Entwickler schreiben? Team 17, hat jemand eine gute Connection zu dem? Das nervt ein bisschen. Geradeaus, rechts. Kann mir das nämlich nicht merken. Mann, das ist für mich hier so ein Irrgarten. Hilfe. Geradeaus und da hinten rechts. Oh, den nehme ich auch mal mit. Kann sein, dass wir den brauchen. Da ist der groß. Ist der groß?
Der kann weg. War das so eine Schlange? Die brauche ich doch. Langflossen alle, ne. Scheiße, es war genau der, den ich weggeschmissen habe. Potz im Strahl. Nee, ist es nicht. Den habe ich noch nicht gefunden. Kann ich bei ihm Sachen verkaufen irgendwie? Kann ich sowas eigentlich ins Netz packen? Nee, ne? Ich kann es ins Lager packen. Das ist chillig. Pack's mal ins Lager. Vielleicht brauche ich es noch. So ein kleiner Fisch mit einem spitzen Kopf. Kleiner Fisch mit einem spitzen Kopf. Den ich noch nicht hatte. Der ist nicht, das Wels. Nope. Vielleicht auch tagsüber, das kann nicht möglich sein. Nope. Seht ihr, und das ist genau das, wo ich keinen Bock drauf habe. Da habe ich echt keinen Bock drauf. Und das müssen wir dreimal machen. Ich finde das eine sehr einfallslose Sache, um das Game am Ende noch zu strecken. Also mir hat das Looten und Leveln bisher richtig Spaß gemacht. Das ist er. Aber das finde ich bisher, also, das brauchst du einfach nicht. Ich muss auch noch forschen und Pepper machen. Gott, weg. Geradeaus, nein, links. Seite. Für den zweiten besprechen, was willst du da? Ein Belt. Guck mal, den habe ich doch sogar. Und nochmal so einen kleinen. Weiß, hätte ich den noch. Hätte ich doch mal mehr. Hätte ich einfach noch einen mehr geholt. Fisch. Und ich kann schon mal so eine Falle da reinballern. War doch hier direkt, ne? Gute Falle, ne? Und da kommt noch der Mörser drauf. Chillig. Cozy Angel Spiel. Da ist er. Diesmal nehme ich direkt, ich nehme direkt drei oder so mit. Wer weiß, ob ich für den nächsten Köder wieder einen brauche. Immer drei mit. Okay. Bestimmt brauche ich für den dritten auch die Seeschlange. Die habe ich ja jetzt auch schon.
Haha, habe ich. Guck mal, da bin ich vorbereitet. Da bin ich auch ein bisschen stolz auf mich. Ausnahmsweise noch vorbereitet, der du. Ist nur noch zu den Fallen. Geradeaus habe ich. Dann würde ich den nächsten links. Da vorne links, sondern geradeaus. Wollen wir uns das Spektakel wieder angucken? War schon ganz cool, ne? Gute Animation dafür, dass es. Also es ist eine coole. Also haben die sich eine coole Falle auch einfallen lassen. Erst festhalten, dann runter. Und dann boom! Kommt der Mörser rauf. Natürlich. Letzte Falle. Rechts, links, geradeaus. Da geht's nicht durch. Perfekt. Warte mal, kann ich hier mir gerade die neue Angel kaufen? Let's go! Also das nehme ich auf jeden Fall mal mit. Geil, der kann ich bestimmt noch Fisch verkaufen. Yes. Kaufen. Kaufen. So, die neue Angel, das ist die, ne? Die will ich haben. Was kann die nochmal? Hab ich hingeguckt. Kann die Mangroven? Ja, die kann Mangroven und vulkanisch. Kann alles, was die auch kann. Könnte ich sogar theoretisch verkaufen. Ich lege die erstmal ins Lager, was kann die? Mangroven ozeanisch Flachwasser. Habe ich aber alles. Mangroven ozeanisch Flachwasser. Mangroven ozeanisch Flachwasser. Die kann ich verkaufen, die wollen nicht mehr. Ich behalte die mal, weil das war so ein Special-Ding. Theoretisch brauche ich die nicht mehr. Okay. Küstennähe Flachwasser. Kann der das nicht? Küstennähe Flachwasser. Aber ich brauche den gar nicht mehr. Der kann raus. Weg damit. Ich habe halt jetzt kein Netz mehr. Was doof. Warte. Kann ich den nicht? Ich kann den nicht da drüben einbauen. Schade. Scheiße aufs Netz, ich habe 5000. Wo soll ich, wofür brauche ich 5000?
Rechts, links. Ich gehe einfach von hinten rein. Ist hier noch was? Oh, da ist noch was. Das will ich. Bitte, bitte ein Forschungsteil. Oh, da ist ein Vieh. Riesentiger Salmler. Komm, Forschungsteil. So, letzte Falle. Das ist auffällig. Gucken wir uns natürlich wieder an. Boom. Jetzt muss ich bestimmt zu ihm zurück, ne? Geradeaus, links, geradeaus, links, irgendwie so. Aus, links, geradeaus, links. Ja, so langsam finde ich mich zurecht in den Mangroven. Ich hätte hier aber Krokodile gefeiert, ehrlich gesagt. So ein bisschen wie beim Maneater. Hey, ich bin noch fertig. Hä? Ich hab drei. Bin fertig. Leg da aus und warte, bis der Flieger schließt. Hä, hab ich gemacht? Habe ich gemacht? Fuck. Was? Besser werden die Fallen zu locken, die ich gebaut habe. Meinen Zuschauern freue ich mit dem Börse drauf und einem Beweis dafür, dass sie tot sind. Ich soll einen Beweis bringen, dass sie tot sind. Ja, super. Das sagt mir doch niemand. Darf ich dann nochmal überall hinfahren? Ich habe ja sonst nichts zu tun. Und ich gucke mir die Kacke auch noch an, wie so ein Depp, aber. Na! Ich habe mir schon auch gedacht, komm, ich fahr hin und gucke, ob ich da irgendwas einsammeln kann. Ich wollte es erst tun. Finde ich aus dem Kopf die anderen. Oh, die habe ich gefunden aus dem Kopf. Und der letzte. Oh, der letzte ist schwierig. Einfach die ganze raus. Rechts, dann links. Na, nee. Ist hier? Nee, da hier, den habe ich gemacht, ne?
Ja, eine Minimap wäre echt gut gewesen. Also Entwickler, falls ihr das irgendwie seht, Minimap. Die Minimap wär's. Minimap würde noch mal sehr viel mehr Spaß machen. Gerade bei diesen komplizierten muss ich hier nicht. Nein, ich bin falsch abgebogen. Genau so war's. Ich kann noch nicht andauernd auf die Karte gucken oder mir die merken. Ich bin noch kein Kartenleser. Vor allen Dingen für die Mangroven wäre es gut gewesen. Halskette. Junge, eine Halskette. Ey, cool. Fähigkeit freigeschaltet Köder. Wirf einen Köder ins Wasser, um lokale Arten zu entdecken. Das Fisch jeder Art. Nochmal den hier. Umwandeln. Okay, ich weiß noch nicht genau, was ich mit diesem Köder machen kann, aber hier gibt es Köder. Die Panzerung scheint keine Rolle zu spielen. Alle Arten zeigen sich. Okay. Und ich krieg von ihm, kriegt man ihm jetzt auch noch mal was Neues? Blablabla. Setz eine Blume für einmal mehr auf den Duschstoff, wo ich auch schwacher aktiviere. Fähigkeit freigeschaltet, Atrophie. Fange sofort einen ganzen Fischschwarm. Bis Aal-Ebene vor dem Teufelskreis ein Fehlspringer da, dort würde ich mein Glück versuchen. Ich habe eine Karte, womit du so beginnen kannst. Das ist nice. Da, Atrophie. Das will ich mal ausprobieren. Wieso habe ich kein Licht an? Danke. Wenn ich jetzt hier bin. Chillig. Skoppel in Null bauen. Skoppel in Null bauen, was ist da los? Und das mit dem Köder will ich auch ausprobieren. Kann mal eben. Köder. Warte mal, ich muss besser. Wirf den Köder über Bord, wer weiß, wer dann aufkreuzt. Das ist jetzt erstmal langweilig. Oder? Splitterrochen. Nee, ist doch cool.
Oh, guck mal, andere Arten auch noch. Okay. Okay, okay, okay. Kann man das kombinieren? Da ist noch Ablenkzeit. Kann man bestimmt, könnte man bestimmt kombinieren. Nicht cool. Okay, jetzt muss ich kurz gucken, wo muss ich hin? Karte. Ja. Teufelsgrat. Nordosten. Hau rein, Steven. Wenn Steven zurück ist, Leute, dann gehen wir rein in Fortnite. Hab Bock. Vielleicht ist Xerox dabei. Woher wollte er noch mitmachen? Jojo wollte mitmachen, Tuan wollte mitmachen. Also kriegen auf jeden Fall 4er-Runden zusammen. Bestimmt muss ich hier die Mission machen mit diesen komischen Fischen. Hab ich gar keinen Bock drauf. Können ja auch 4 gegen 4 machen oder 2er Teams. 2 2er Teams in dieselbe Runde? Oder wie meinst du das? Verstehe nicht. Ne, ich will schon Multiplayer online Multiplayer machen, ne? Ich warte kurz, bis die Ablenkzeit vorbei ist und dann mache ich das. Alter, die geht aber lang, die Ablenkzeit, ne? Und ich glaube, die geht auch nur weg, wenn ich mich bewege. Kragenhai. Kommt. Okay. 170, 37, Kragenhai. Manchmal kann man bei denen auch Forschungsteile kaufen, aber hier nicht. Ich glaube, ich kaufe noch mal eine Bombe. So, wo muss ich hin? Zum alten Tempel erstmal. Ich muss safe diese Mission hier machen mit diesen Fischen. Und ich habe da keinen Bock drauf. Das Grab mit den Ködern war... War ja noch okay irgendwie, keine Ahnung, aber was hier ist nervig. Krabben brauche ich ja noch. Zwei schwer gepanzerte Kreaturen im Kampf in einer Verkalt, darunter eine Platte mit zwei flachen Rillen. Krabben, Mann! Wie soll ich denn die Krabben bekommen? Wie soll ich denn die Krabben bekommen, Mann? Da muss ich ja erstmal den Krabbenkorb haben, oder nicht? Dann kann ich hier Krabben fangen. Quastenflosser. Ist einfach nur gut für die Enzyklopädie, denke ich mal, ne? Weil so richtig was machen damit kann ich jetzt auch nicht, auch wenn das so ein seltener Fisch ist. Aber richtig was bringt du das nicht? Thank you.
Bartmännchen. Ey, den brauchte ich für irgendwas. Weiß nicht mehr was. Bartmännchen. Ey, genau, ich sollte doch irgendwo. Stimmt, das könnte ich auch noch machen. An der Sternendingsbums die vier Fische da holen, die haben wollte. Anglerfisch, Bartmännchen, glaube ich. Und so. Forschungsteil auf. Glück. Ja, ich bin hier auf Full Panik, aber irgendwie weiß ich auch nicht, was das bringen soll, ehrlich gesagt. Mit dem? Den hatte ich doch schon mal, oder? Ah, das ist der Geisterhain, oder nicht? Ach, die Fische machen, dass ich langsamer bin. Etwas schlüpft in deinem Frachtraum. Etwas schlüpft in meinem Frachtraum? Hilfe! Bin ich das, was in meinem Frachtraum schlüpft? Oh, das ist das Riesenvieh. Das würde mich interessieren, ob ich die Viecher irgendwann mal fangen kann. Ich schlafe jetzt mal eben eine Stunde. Bringt nichts. Geisterhai. Mit den Krabben brauche ich bestimmt die Krabbenbox. Irgendwo gibt es so ein eins von diesen Gefäßen, wo ich zwei besondere Arten reinpacken soll. Das könnte ich jetzt schon machen, weil einen habe ich schon mal da gelassen, meine ich. Was hier? Ja. Unergründlich, wenn man eine kleine unnötige Flamme durch Höhe von dunklen Schatten. Der große Tartalisman. Fanggeschwindigkeit plus 330%. Ein Scheintafel umgeben von Knochen und Zähnen. Das Symbol eines Sagen tendiert die Mitte. What? Okay. War das jetzt denn so ein Ding, was ich machen sollte? Hallo? Ja. Moin, Säbe. Also, der nächste ist links, rechts. Da rechts irgendwie. Einmal Krabben, verstehe ich. Und das Ding. Da, ich brauche einen Geisterhai und so ein Plunder. Geisterhai ist kein Problem. Plunder weiß ich jetzt gerade nicht auswendig, wo es die gibt. Vielleicht direkt hier vorne? Geisterhai, den kann ich schon mal nehmen. Ein Geisterhai und dann noch so eine Flunder. Das ist keine Flunder. Was ist denn hier? Das sind Viecher. Geht weg! Oh Gott, das ist der Große. Weg. Vielleicht gibt es sie nur nachts. Ist jetzt Nacht. Nö. Ach nee, lass mich in Ruhe.
weiß auch nicht. Oh, so eine komische. So einen flachen Fisch. Oh ne, hier gehe ich nicht rein. Der ist nicht, ne? Mal eben. Check's nicht. Also ich check schon, ich muss den Fisch finden, aber ich check nicht, was mit dieser Panik und so auf sich hat. Okay, wo, vielleicht ist ja ein bisschen was außerhalb. Wir sind jetzt auch nicht übertrieben viele Fische, ne? Schrott? Nee. Oh, 6 Tannen nochmal. Kein Netz mehr? Ne, nee, ich habe kein Netz mehr. Ich habe so viel Geld, ich muss keine Fische mehr nebenbei fangen. Ich brauche die Angel, damit ich alles fangen kann. Hier gibt es diese Plunder nicht. Scheiß, wo finde ich die? Ritschlu. Also eigentlich macht es so Sinn, dass die hier irgendwo gibt, Mann. Die ist doch nicht irgendwo außerhalb. Den Geist daher gibt es ja auch direkt hier. Es könnte natürlich sein, dass ich die nur mit einem Fangnetz krieg. Das könnte sein. Es gibt Fische, die gibt es nur mit Fangnetz. Ich guck mal in die Enzyklopädie. Hilft ja alles nichts. Ob ich den Fisch schon mal gesehen habe. Da, nee, da ist er. Geht gar nichts. Vulkanisch ist er aber. Der muss hier also irgendwo sein. Teufelsgrat, Angel und Schleppnetz tagsüber. Der muss es also irgendwo hier geben. Den gibt's hier irgendwo. Muss ich ihn nur finden. Da! Lol. Da haben wir ihn. Lol, das war easy. Bleicher Rochen. Muss ich nur finden, wo das Ding war, ne? Ja, zurück. Zurück und dann links der Seite. Ist ja dunkel, ich sehe gar nichts. Oh, da ist es. Ah, fuck. Bodenlose Leine deaktiviert. Oh, das Forschungsteil gefällt mir. Das Metall brauche ich jetzt nicht unbedingt. Dann fehlt nur der eine mit den beiden Krabben. Hm.
Nur noch der Typ, nur da ist es. Angel, Angel. Oh, Angel und Angel, tagsüber und nachtsüber. Wo? Nee, Korb. Ja, dafür brauche ich Korb. Da muss ich mir wohl einen Korb holen. Hier ist doch irgendwo eine Werft, ne? Guck mal, bei der kann ich das jetzt auch kaufen. Das ist cool. Blumen, 40 Meter. Aber dann passt das nicht mehr. Frage ist, was ist besser? Ganz kurz. 3500, 25. 3040. Ey, das nehme ich, oder? Könnte ich theoretisch verkaufen. Weil diese Unix-Sachen will ich eigentlich alle behalten, aber. Das kann ich verkaufen. Hört später. Die habe ich geforscht. Abyss Hadal Ozeanisch. Hier so. Kann ich einen Korb? 4x4. 5x4. Kann ich den jetzt kaufen? Ich kann hier keine Körbe kaufen. Exladen. Exladen. Spiel jetzt tagsüber auch völlig aus. Du kannst auch tagsüber Panik haben. Das ist kein Unterschied. So, Korb. Hätte gerne mehr als ein, aber gut, einer reicht ja. Großer Krabbenkorb. Meint ihr, da passt dieses Krabbending auch rein? Ich nehme mal zwei mit. Teufelsgrad. Ist Nord
Östlich. Dann werde ich direkt bei der Werf diese Dinger auswerfen, ne? Beide weggehauen. Jetzt muss ich nur noch Zeit verplempern. Ein Bartmännchen. So ist mein Licht aus, Mann. Oh, da sind Fischis. Viele Fischis. Fischis verkaufen, schlafen. Was jetzt? Beim Fischmarkt hätte ich mir einkaufen können. Oh, ich hasse mich. So, und gucken wir mal, ob wir die beiden Krabben schon gefangen haben. Also hier ist auf jeden Fall schon mal was drin. Mann, genau das, was ich nicht brauche. Ach nö. Wie soll ich denn noch so viel Zeit verplempern, Mann?
ganzen Schwarm irgendwo sammeln. Mein Pin. Toll, hier passt ja gar nichts. Das hat sich ja gar nicht gelohnt. Let's go, die brauchen wir. Kauerlanguste. Die brauchen wir. Die einmal. Und die, die die Arme so spreizt. Brauchen wir. Ich penne einfach. Da geht die Zeit auch am schnellsten vorbei. Ich penne einfach die ganze Zeit. Clever, ne? Da, den nehme ich auch. Nehme ich. Yes, da haben wir ihn doch. Da haben wir's. So war das doch. Was war noch drin? Beides nicht bereit. Okay. So, wo war das jetzt? Dann haben wir's. War sogar direkt hier. Lager, 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 nimm ich. Jetzt habe ich alle drei Flammen. Was soll ich jetzt machen mit den Flammen? Was soll ich jetzt mit den Flammen machen? Karte, zurück zum Tempel. Erstmal forschen, habe ich das weg. Und verkaufen. Kann schon alles. Wofür brauche ich denn noch? Küstennähe, Flachwasser, Ozean. Ich brauche ihn nicht. Wenn den. Weil ozeanisch habe ich gerade nicht. Na komm. Drei Flammen. Dann bring ich die mal zurück. Weiß nicht wohin, aber guck mal jetzt. Zum rechts rum. Alte Ruine. Irgendwo. Drei Flammen.
Das ist die alte Ruine. Der Fanatiker wartet. Was ist das? Die Flammen sind entzündet. Ich bin nicht kalt. Komm. Ich bin mit dem ganz oben schön schwarz Holz. Da rufen die Schritte, das beginnt zu singen. Okay, aber ich hab die Uhr. Junge! Wir haben Relikte gleich fertig, glaube ich. So. Relikt, letztes Relikt. Sammlung komplett. Verfolgt die Einsatz, das bleibt nur noch eins. Mann, du weißt das jetzt, ich weiß es. Das ist deine letzte Reise, und jetzt begleite ich dich. Ich bin bereit. Achtung, du trittst in die letzte Phase des Spiels ein. Dein Fortschritt ab jetzt nicht mehr gespeichert. Möchtest du vorfahren? Nein! Letzte Phase des Spiels? Letzte Phase des Spiels. Also, ich würde auf jeden Fall gerne noch hier die Proben machen. Sammle Proben. Anglerfisch, Tiefsee-Bartelfisch, Riesen-Flohkrebs und Scheibenbauch. Das würde ich gerne noch machen. Sun ist gelb. Fange seltene Fische, lebe in der Verrottene Meerhalb. Fange ein Bartmännchen. Guck mal hier, Gestaltung rot. Hatte ich ja eben Bartmännchen. Also das mit den Proben will ich auf jeden Fall vorher noch machen. Glaube ich. Das mache ich noch mit den Proben. Nee, 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 nee. Also die Proben, das muss... Habe ich alles? Ich habe alles, sehe ich ja jetzt. Ich dachte, ich kriege jetzt noch was. Okay, das sind alle Sachen, die man kriegen kann. Ja, die Karte muss ich auch noch komplett richtig voll machen. Ja, das mit der Karte will ich auch noch machen. Aber ich meine, das ist ja wieder Nadel im Heuhaufen suchen, ne? Ja, in irgendeiner Ecke der Map. Wahrscheinlich dann oben rechts in der Map, da wo ich schon mal war, wo das Riesenvieh war. Da war ich ja schon mal. Da oben rechts, da war so ein Riesenvieh bei Teufelsgrad. Dieser Riesen, diese Riesenschlange. Sternbecken. Südwesten. Was will ich noch machen? Und ich will unbedingt nochmal vor pinkeln. Ich muss echt dringend pinkeln. Guck mal, hier so ein richtiger Fischwarm.
Also Anglerfisch. Könnte sein, dass ich hier nochmal Krabben aus Dings muss. Anglerfisch, den hole ich mir eben. Habe ich den schon mal? So, Anglerfisch. Kann man hier verkaufen? Nö. Konnte ich hier überhaupt irgendwo Fisch verkaufen? Infiziert. Was heißt infiziert? Weiß das jemand? Nee. Okay. Die wollte einen Anglerfisch. Bring ich mal weg. Und nur tagsüber, die Nachtdinger braucht ihr nicht. Scheibenbauch. Tiefsee-Bartelfisch. Riesenflohkrebs. Kann man alles fangen? Okay, kann ich alles fangen mit einer Angel. Dann pennen wir mal kurz. Der übel gestank dein Frachtraum wird stärker. Du Scheiße. Ich schmeiß das alles weg. Über Bord damit. Ist der Status und bringt mir Kohle? Ah, okay. Brauche ich nicht. Scheiß drauf. Ich gehe mal kurz pinkeln. So. Ich meine, ich habe die doch tagsüber hier schon gesehen mit meiner Lupe. Barracuda. Da. Ist der genau da drüber? Ah, ich check's. Das heißt, ich muss das Ding machen, dann ist er da unten beschäftigt und dann kann ich die ganzen Dinger fangen. So, muss natürlich beeilen, ne? Das hier? Yes. Der Riesenkrebs. Riesenflohkrebs brauche ich. Den brauche ich. Und noch ein. Noch ein. Na, so ein Pisa. Mal 10 Uhr nachts. Hä? Der ist es. Pelikanal. Okay, haben wir alles. Zurück zur Forscherin. Laute epische Musik habe ich nicht gehört. Das ist er nicht. Passt ja nicht. Tiefsee-Bartelfisch. Tiefsee-Bartelfisch.
Tiefsee Bartelfisch. Tiefsee Bartelfisch. Der ist hier nicht, hier gibt es keinen Tiefsee-Bartelfisch. Roter Schnapper. Hammerhai. Roter Schnapper. Also hier gibt es keinen Bartelfisch. I'm sorry. Also, nee, ist er nicht. Hier ist auch nochmal Abis. Den nehme ich trotzdem mal mit. Fangzahnfisch. Da ist er doch. Den gelben nehme ich mit. So. Haben wir ihn doch. Doch easy. Oder easy. Anzahl von Zellmutationen aufweist, ich will Dinge am Becken gefährlich, weil wir müssen auf die Zellbasis, also so viel als Vorsicht, ich muss einfach nicht drauf sein. Und doch das hier. Ein Buch. Ein Büchlein, mal wieder. Mission abgeschlossen. Ja, dann können wir jetzt Endgame machen, oder? Würde ich fast sagen. Warum nicht? Warum eigentlich nicht? Ich habe Bomben dabei. Ich bin bereit. Let's go. Jetzt eine Harpune und klatsche große Viecher weg. Boah, das wäre cool. Let's go. Letzte Warnung. Ja. Wir müssen warten, bis der Nebel dichter wird. Mit seinem Glück bemerken werde ich aufs Warm. Auf den richtigen Zeitpunkt warten. Die weite Öffnung im Westen von Großmann ist auf der Karte markiert. Wir dürfen uns mit einer so wertvollen Fracht nicht zu lange auf offener See aufhalten. Beeil dich. Am Bord deines Bootes.
Okay, im besten ein bisschen nördlich. Guck mal, ist auch rot markiert. Easy. Hallo Jojo. Ich bin echt gespannt, was jetzt passiert. Hier war's. Hier wurden sie uns genommen. Hier können wir sie endlich zurückholen. Nur hier und nur, weil wir so viel erreichen konnten. Öffnet das Buch und beginnt laut daraus vorzulesen. Um eine Verlorene zu erlösen, erstarrt in der Zeit, er wirft die Taschenuhr über Bord. Und mit Ketten in der Tiefe gefesselt, wirft die Halskette über Bord. Binden sie einmal mehr in diese Erde, er wirft den Ring über Bord. Öffnet das Tor zum Sternenhimmel, er steckt den Schlüssel in das Schloss der Musiktruhe und bette die müde Welt zur Ruhe. Er wirft die Musiktruhe über Bord, ohne den Schlüssel umgedreht zu haben. Ist das ein Mensch? Das ist ein Mensch. Das ist eine Frau. So, ein bisschen Fluch der Karibik. Oh mein Gott! Also mit einer Harpune komme ich da nicht weit, Skoppel. Giga Dynamax. Black Salt Games. Ach, das war's. Der Track, Musiktrack ist auch ziemlich nice, ne? Okay, wie lange haben wir jetzt? 7 Stunden? Ist ein bisschen wenig Spielzeit. Ich meine, ich habe auch durchgerusht wie ein Verrückter. Aber ist ein bisschen wenig Spielzeit für 25 Euro. Aber immer noch günstiger als jedes Kino. Kleines Team. Spiral. Happy Fancy Games. Aber geiles Game. Für mal so, habe ich ja gesagt, für einen verregneten Nachmittag an einem Sonntag sehr, sehr schönes Spiel. Jetzt sehen wir, können hier nicht Ende machen. Ja, vor allen Dingen will ich die riesen Viecher jagen. Ich hoffe, das kommt jetzt noch. Man kriegt jetzt irgendwie eine Harpune oder sowas. Ich will die Riesenviecher noch alle jagen und fangen. Das muss kommen. Was haben wir denn gesehen? Wir haben diesen roten Fisch im Teufelsgrab gesehen. Wir haben diesen riesen Wal gesehen. Wir haben diesen riesen Aal gesehen, da oben rechts, nordöstlich. Es gibt den Aal bei, da oben am Anfang, wo es die Bomben gibt. Da gibt es auch diesen Aal, der da die ganze Zeit rumschwimmt. Den muss man fangen können. Warum brennt eigentlich unser Heimatdorf? Ich habe keine Ahnung, wieso das brennt. Ich habe das ja mit dem DLC auch geholt. Also ich habe das mit diesem dunklen Schlüssel. Oder wie der DLC heißt. Also... Bin ich gespannt, was da jetzt noch kommt.
Wieso sind das so viele? Das ist ein ganz winziges Team. Ich überspring mal. Weiter. Da muss jetzt noch was kommen. Da hat der Tina Brandt eingesetzt. Da muss noch was kommen jetzt. Okay, man hat da nicht gespeichert. Okay, man kann das also jetzt quasi wie Ganondorf immer wieder machen. Mission. Okay, es gibt also die Mission noch. Habe ich noch irgendwas auf der Karte? Nö. Das war das Game. Das war das Game. Tatsächlich. Ich habe echt gedacht, wir können auch die großen Viecher fangen. Da muss doch eine Möglichkeit geben, die großen Viecher zu fangen. Wir gucken mal in die Enzyklopädie. Was sagt denn die Enzyklopädie? Da unten ist noch eine Anomalie. Klar, muss ich einfach noch ein bisschen mehr fangen. Der Krebs. Da ist nochmal Anomalie, muss ich mehr fangen. Anomalie ist eher uninteressant, weil da ist, heißt einfach nur mehr fangen. Krabben. Da zum Beispiel Abyssaal. Könnte ich noch kriegen. Da, was ist das da? Abyssaal. Das brauche ich noch. Wo gibt's den? Steht da nicht, ne? Angel irgendwo. Exotisch. Das ist alles anexotisch. Geht's nicht weiter? Ich gehe mal auf die letzte Seite, was da steht. Hier, das zum Beispiel. Angel Hadal. Man kann doch, okay, man kann auch richtig viele kleine Fische fangen. Vulkanisch. Aber nichts richtig Fettes. Oh Gott, der sieht krass aus. Die Anomalie habe ich, den normalen nicht, lol. Ach nee, Anomalie von. Unten ist der normale, oben ist die Anomalie. So sieht's aus. Vom Geisterhai ist das die Anomalie. Okay. Oben ist immer die Anomalie und unten ist der normale. Okay, viele Anomalien, die mir fehlen, aber sonst nichts Spannendes. Also die riesen fetten Viecher kann man anscheinend nicht fangen. Dann würde ich die Folge hier beenden, Leute. Hat Bock gemacht, das Game? Holt euch das. Ich bin ganz ehrlich, ich würde vielleicht auf ein Angebot warten. 25 Euro finde ich ein Fünfer zu viel. Aber das ist auch Meckern auf hohem Niveau. Ich bin auch hier durchgerusht. Wenn man sich mehr Zeit lässt, dann hat man bestimmt auch mehr länger Spaß an dem Game. Zumal ich ja jetzt noch das hier abschließen muss. Und ich könnte ja auch noch alle Forschungssachen machen. Sagen wir mal 100%. Weiß nicht, ob es Platin relevant ist auf der PlayStation. Sagen wir mal 10 Stunden. Aber das war das Game. Wenn euch gefallen hat, gerne ein Follow da lassen. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.